Hi, ich bin Dennis von CSL Computer und heute wollen wir uns mal das Gaming-System von Sacharzer ansehen, welches wir für ihn erstellt haben. Was für Komponenten da drin enthalten sind, das werdet ihr gleich sehen, aber erstmal zeige ich euch ein klein wenig von CSL. Ja, das ist Marc, unser Produktionsleiter und wir befinden uns hier gerade im Hauptlager und werden euch mal mit in die Produktion nehmen. Hier seht ihr den Bereich, wo unsere Gaming-PCs hergestellt werden. Aktuell produzieren wir hier täglich 40 Systeme und seit kurzem auch Client-Server. An einem dieser Arbeitsplätze wird im Anschluss auch der PC von Sacharzer montiert. Das ist unser Standard-PC-Bereich. Hier werden zurzeit täglich 400 bis 450 Systeme zusammengebaut und getestet. In diesem umfangreichen Test werden zum Beispiel Speicher, Grafikkarte und Festplatte auf Funktionen geprüft. Ja, das war ein kurzer Einblick in unsere Produktion und als nächstes würde ich vorschlagen, gucken wir uns doch mal die einzelnen Komponenten für Sacharzers Rechner an. Dies ist das Gehäuse, was für Sacharzer bestimmt ist, und zwar handelt es sich um ein Define R5 von Fractal. In dieses Gehäuse werden wir folgende Komponenten montieren lassen, und zwar zum einen eine 6 TB Festplatte von Western Digital. Des Weiteren verbauen wir als Grafikkarte das aktuelle Flaggschiff von Nvidia, und zwar vom Hersteller Asus, die Titan X mit 12 GB eigenem Arbeitsspeicher. Als Energieversorgung für diesen Computer haben wir von Be Quiet ein 1000 Watt Netzteil ausgewählt, was mit einem modularen Kabelsystem ausgestattet ist. Damit kommen wir zum Herzstück eines jeden Rechners, das Mainboard und die CPU. In diesem Fall ein Mainboard von Asus, das Z170 Pro Gaming mit dem aktuellsten Intel-Chipsatz. Als CPU haben wir das Topmodell der Skylake-Generation, und zwar der i7-6700K. Das K bedeutet ein freier Multiplikator, das heißt ein freies Übertakten ist möglich. Außerdem sorgen wir natürlich für viel Arbeitsspeicher. In diesem Fall 32 GB DDR4 Kingston HyperX Fury. Für den schnellen Start des Betriebssystems und der installierten Spiele haben wir eine 512 GB große SSD in den M2-Slot eingesetzt. Das waren die einzelnen Komponenten und jetzt kommen wir zur Montage. Als erstes baut Alex den Multicut-Reader und den Blu-ray-Brenner von Asus ein. Danach kommt das Be Quiet-Netzteil an die Reihe. Die 6 TB Western Digital Festplatte ist als nächstes dran. Wie ihr seht, bietet das Fractal-Gehäuse Platz für maximal 8 Festplatten. Jetzt wird das Mainboard mit der Skylake-CPU montiert. Anschließend werden die Kabel für die Stromverbindung gelegt. Eine ordentliche Verlegung der Kabel ist hierbei besonders wichtig. Zum einen, damit die Luftzirkulation im Gehäuse nicht behindert wird, zum anderen sieht es einfach besser aus. Die Titan X liefert mächtig Dampf und nimmt entsprechend viel Platz im Gehäuse ein. Jetzt wird die Prozessorkühlung installiert, eine CSL Maelstrom 120 Wasserkühlung, die für eine zuverlässige Temperaturregelung sorgt. Jetzt bekommt der Innenraum noch den letzten Schliff. Die Kabel werden ordentlich hinter der Rückwand verstaut und sind damit aus dem Sichtfeld.
Jetzt noch ein paar Kabelbinder zur Fixierung, das war's. Der PC ist jetzt sauber zusammengebaut und geht an unsere Teststation, um ihn auf Herz und Nieren durchzuchecken. So, Sarazars Gaming-Rechner ist fertig und bereit für den Versand. Euer könnte das natürlich auch sein, denn dieses gute Stück mit denselben Komponenten könnt ihr euch auch bei uns im Shop kaufen. Oder halt andere Gaming-Rechner, die natürlich auch Let's Play-fähig sind und Gaming-fähig sind und das natürlich auf allerhöchstem Niveau. Schaut einfach mal bei uns rein und bis zum nächsten Mal.